Um erneuerbaren Strom zwischen Norden und Süden zu transportieren, muss Südlink viele Hindernisse passieren. Besonders anspruchsvoll ist dabei die Unterquerung der Elbe mit einem Tunnel. Wir starten mit dem Bau am Schachtstandort in Schleswig-Holstein bei Wewelsfleth. Im ersten Schritt werden temporäre Baustraßen errichtet. Außerdem wird das Baufeld mit Baucontainern und mit Anlagen für die Herstellung einer tonartigen Masse ausgestattet. Sie unterstützt den Bau der bis zu 50 Meter tiefen Schlitzwände und des Tunnels. Da Start- und Zielschacht im Grundwasser liegen, müssen die Baugruben vor dem Aushub wasserdicht und stabil gemacht werden. Hochwasserschutzwände sichern die Baugrube zusätzlich ab. Im Anschluss heben wir die ca. 25 Meter tiefen Baugruben unter Wasser aus. Es folgt die Auftriebssicherung und der Guss der Unterwasserbetonsohle. Um dann das Schachtgebäude aufzubauen, müssen wir zunächst die Baugrube trockenlegen und mit Stahlträgern sichern. Die Stahlträger werden mit dem Baufortschritt zurückgebaut. Danach beginnen wir mit den Vorbereitungen für den Tunnelvortrieb und der Montage der Tunnelbohrmaschine. Die extra für die Unterquerung hergestellte Tunnelbohrmaschine ist für die wechselhaften Bodenbeschaffenheiten unter der Elbe ausgelegt. Beim Tunnelbau kommt die Tübbing-Bauweise zum Einsatz. Dabei gräbt sich die Tunnelbohrmaschine wie ein Maulwurf unter der Elbe hindurch und kleidet den Tunnel ringförmig mit sogenannten Tübbingen, das heißt vorgefertigten Betonringen, aus. Für die 5,2 Kilometer Länge unter der Elbe werden die Tübbinge über den Startschacht in Schleswig-Holstein bereitgestellt. Während des Tunnelvortriebs 20 Meter unter der Elbe werden die Zugangsbauwerke in Schleswig-Holstein und Niedersachsen für den späteren Betrieb ausgebaut. Nach dem Tunneldurchbruch werden die beiden Schachtgebäude fertiggestellt. Dann werden die Kabel eingezogen, von der Trommel abgespult, durch ein Rohr zunächst in das Muffenbauwerk und von dort in den Tunnel geführt. Über Rollen direkt am Kabel werden diese dann in einer Schiene nach Niedersachsen durchgezogen. Es sind 6 Kabel insgesamt. 2 Systeme bestehen aus jeweils 2 innovativen 525 kV Kabeln und je einem Notfallkabel. Jedes Kabel ist 5,7 Kilometer lang. Am Ende wird das Betriebsgelände mit einem Zaun abgesichert. Wallanlagen mit Bäumen und Pflanzen integrieren die Bauwerke in die Umgebung.